Oh mein Gott, Freunde! Und wir haben den neuen Brawler Mandy vor allen anderen gezogen. Alter, wie weit geht ihre Ulti bitte, Digga? Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, Alter! Heute ist auf jeden Fall das Update gekommen, aber ich habe auch schon bereits den neuen Brawler Mandy vor allen anderen hier am Start und kann euch heute ganz in Ruhe den kompletten Brawler Mandy vorstellen vor allen anderen. Und es wird auf jeden Fall geisteskrank heftig, Leute, denn dieser Brawler ist einfach nur ultra, ultra heftig OP. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen, sind ultra krass, Leute. Lasst jetzt schon mal ein Like da und ein kostenloses Abo. Und ich würde sagen, Leute, wir starten einfach mal rein. Bevor es losgeht, Leute, denkt unbedingt dran, es läuft für den ganzen Dezember bis zum 6. Januar ein Creator-Code Lukas 25 Euro iTunes oder Google Play Gewinnspiel. Filmt einfach einen Kauf mit Creator-Code Lukas, packt es auf Instagram in die Story, markiert Kevin und mich am besten. Und ja, dort werdet ihr auch jeden Tag den neuen Gewinner sehen. So, Leute, und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu Mandy. Mandy ist auf jeden Fall der, 64. Brawler sozusagen, der dann ins Spiel kommt. Und ja, wir schauen uns auf jeden Fall als erstes mal ihre Unlock-Animation an. Und so sieht es dann aus, wenn man Mandy bekommt, Leute. Sie ist chromatisch und zwar, wenn ihr unterzuckert seid, schaut doch bei Mandys Regenbogen-Süßwarenladen vorbei. Mandys Candies, jeder kennt sie. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Genau, Mandy ist auf jeden Fall ein Brawl Pass-Brawler, Leute. Und ich zeige euch jetzt erstmal den Brawl Pass, wo sie drin sein wird. Das ist nämlich Saison 16 Schlaraffenland. Der kommt Anfang Januar raus, der Brawl Pass. Und wir kaufen uns den jetzt einfach mal durch hier plus 10 Stufen, Leute. Zack, und zwar bis Stufe 70 und dann sehen wir uns gleich. Also Leute, wir sind jetzt hier bei Stufe 70 durchgejammt und da sehen wir auch ihren Skin Magma Mandy. Den werden wir auch gleich testen. Da bin ich sehr gespannt, weil der geisteskrank aussieht. Und wir haben auf jeden Fall bei Stufe 30, wie gesagt, Mandy am Start im Brawl Pass. Und ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt mal ganz in Ruhe den Brawler. Und zwar erstmal Gadget karamellisieren. Mandys nächstes Bonbon aus ihren Bonbon-Spender verlangsamt Gegner bei Treffern 2,5 Sekunden lang. Alter, das ist ja sehr heftig. Also eine Slow-Attacke, das ist geisteskrank. Und ja, in Sichtweite, Mandy verschießt ihre Bonbons mit 20% höherer Geschwindigkeit, wenn sie fokussiert ist. Da kommen wir auf jeden Fall gleich mal zu, Leute. Wir testen jetzt erstmal in der Trainingshöhle, um euch alles zu zeigen. Erstmal, Mandy ist der Brawler im Spiel, der die höchste Reichweite von allen hat. Also ihr seht schon ihre Reichweite. Wenn sie sich bewegt, ist auf jeden Fall schon enorm hoch. Aber wenn sie stehen bleibt, zack, hat sie nochmal eine viel größere Reichweite. Und ihr seht schon, zack, der Schuss fliegt auch extrem schnell. Ihr könnt quasi, wenn ihr die ganze Zeit stehen bleibt, einfach die ganze Zeit so weit schießen übrigens auch. Das ist komplett krank, Leute. Nur wenn ihr euch bewegt, ist eure Range eben nicht ganz so hoch, ne? Das heißt, wenn ihr so dodgt oder so, dann ist das eben nicht ganz so krass. Und jetzt ihre Attacke quasi ist eine, Slow-Attacke, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wenn ihr jetzt jemanden hittet, dann ist der für eine Zeit lang geslowt. Das ist auf jeden Fall sehr heftig, Leute. Alter, ich finde echt diese Range, Digga, die ist halt echt komplett krank, ne? Alter, wir haben den einfach gehittet von da hinten. Man hat den nicht mal mehr gesehen, Leute, den Roboter. Zum Beispiel so, man sieht nicht mal mehr den Roboter. Man schießt und man hat ihn getötet. Also man schießt mehr, als man sehen kann. Das ist echt komplett krank. Und das Heftigste an allem ist, glaube ich, ihre Ulti. Angeblich soll die eine Ult, also eine unendliche Reichweite haben. Und Alter, wie weit geht ihre Ulti bitte, Digga? Okay, wir schießen mal hier durch und boom! Durch Wände durch 3750 Schaden. Alter, jetzt will ich mal eine Sache testen. Und zwar schieße ich jetzt mal hier durch und gucke, ob ich oben die Roboter getroffen habe. Zack. Also man braucht eine Weile, um die aufzuladen, ne? Und jetzt schauen wir mal, ob die hier oben eingeschlagen hat bei den Robotern. Und okay, ne, hier sehen wir jetzt auf jeden Fall mal nichts, ne? Aber vielleicht sind die auch schon gerespawnt. Ich glaube, wir sehen es eher an dem Boss-Roboter. Also der Boss-Roboter, habt ihr euch gemerkt, hat so 98.000 Leben oder sowas, ne? Wir müssen den jetzt so ja hitten eigentlich. LOL, wir haben den gehittet, Digga, oder? LOL? LOL, Alter, okay. Von hier vielleicht den Roboter-Schwarm. Wir gucken direkt mal nach. Ja, ja, okay. Alter, das geht komplett einmal durch. Okay, Leute, also das ist auf jeden Fall sehr heftig.
Ich weiß halt nicht, wir testen es jetzt nochmal an dem, ob es wirklich direkt durch Wände durchgeht. Und ich glaube, Alter, es geht durch Wände durch. Und ich habe unten noch die anderen getroffen, ne? Habt ihr an dem Ulti-Ding gesehen? So, Leute, ihr zweites Gadget heißt Kekskrümel. Mannys nächstes Bonbon aus ihrem Bonbon-Spender durchstößt Gegner und Objekte in der Umgebung. Lol, okay, da bin ich mal sehr gespannt. Und ihre Star Power, Mandy hält einen 20%igen Schild, wenn sie fokussiert ist. Alter, das ist auch krank. Testen wir einfach mal beides direkt aus, Leute. Okay, erstmal, wenn sie einfach stehen bleibt, erhält sie ein, ja, 20% Schild. Das heißt, sie kann dann auf jeden Fall, ne, mehr aushalten und halt einfach weiter schießen dann dementsprechend. Okay, und das ist jetzt quasi, okay, tut das jetzt für die Ulti? Ist das jetzt quasi für die Ulti oder? Lol, bin ich jetzt lost? Ah, ne, das ist für ihre Attacke. Aber tut das jetzt Wände zerstören? Ich hab's nicht ganz... Ah, nee, man kann durch Wände durchschießen. Lol. Ach, oh mein Gott. Okay, das ist ja aber auch heftig, ne? Das heißt, wir können jetzt einfach durch Wände hindurch sagen, okay, der Bot da hinten, der nervt uns, ne? Dann schießt er jetzt einfach mal hier ab. Okay, das ist natürlich komplett krank. Alter, ich hab's erst gar nicht gepeilt, ne? Das ist sehr krank, Digga. So, Leute, wir schießen jetzt einfach nochmal hier mit der Ulti diese ganzen Bots ab. Boom. Alter, der Brawler ist zu heftig, Leute. So, Leute, wir zeigen euch jetzt nochmal den MC Mandy. Sie bekommt ja zwei neue Skins direkt, ne? MC Mandy, 29 Gems wird der kosten. Probieren wir einfach nochmal ganz schnell aus. Okay, Leute, hier ist der MC Mandy auf jeden Fall. Ja, der sieht auf jeden Fall echt ganz cool aus. Ich glaube, der hat sogar einen anderen Effekt, ne? Dafür, dass der so günstig ist, eigentlich sehr krass. Alter, okay, das ist sehr heftig, Leute. Und jetzt, ja, zeige ich euch nochmal den Stufe 70 Skin. Den holen wir jetzt nämlich zusammen mal ab, Leute. 3, 2, 1. Oh mein Gott, und da ist der Magma Mandy. Wie krank ist der, Digga? Und den probieren wir jetzt in einer Showdown-Runde aus. So, Leute, und schaut mal diese kranke Pose an, Digga. Das ist zu heftig. Sie ist einfach so in Magma in der Lobby drin. Alter, der Brawler, ey, dieser Skin ist so krank, ohne Witz. Und ich würde sagen, ja, wir machen einfach mal hier eine Distanz-Map am ehesten, oder? Da können wir sie, denke ich, am besten testen. Und jetzt bin ich mal ultra gespannt, ob sie in Showdown auch Vorteile hat. Also man muss natürlich sagen, sie ist ein eindeutiger 3 vs. 3 Brawler, ne? Sowas wie Kopfgeldjagd ist ihr Modus, ne? Sogar auch Brawl Ball, wenn die Map leer ist, ne? Das ist so Hinterhofstadion oder sowas. Also in Showdown bringt das vielleicht halt nicht so viel, dieses Stehenbleiben. Zum Beispiel, man kann jetzt sagen, okay, Alter, dieser 8-Bit-Junge. Der hat auch eine krass hohe Range. Ihr könnt halt Brawler im Prinzip outrangen. Ich glaube halt nur, Digga, dieser Skin, der sieht echt so krass aus. No joke. Ich kann jetzt sagen, okay, ich hinter den jetzt einfach durch die Wand, ne? Das geht schon quasi. Uiuiui. Uiuiui. Hier geht's aber richtig ab gerade mit den Bots, Digga. Was ist denn hier passiert? Boom, mit Ulti. Zack. Alter, den Bass einfach mal weggeholt. Digga, also ihre Ulti ist halt wirklich komplett heftig. Wenn ihr da durch die ganzen Teamer durchschießt, macht ihr eigentlich so einen Multikill, ne? Das ist auf jeden Fall ehrlich krank. Und okay, Showdown gegen den 8-Bit. Ja, und da haben wir schon gewonnen. Leute, ey, ich finde den Brawler auch übertrieben krass. Schaut mal einfach an, wie der aussieht, ne? Und seine Fähigkeiten, wie gesagt. Oder ihre Fähigkeiten, sorry. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Finde ich mega cool, den Brawler. Lasst unbedingt nochmal ein Like da. Kostenlos Abo, Leute. Wir sehen uns. Und ciao, ciao.